gar nicht ausziehen, ne? Wir wollen Papa das zeigen. Dann geh dem Papa das zeigen. Oh mein Gott, das ist so süß. Richtig cool, ne? Ist kalt, ja natürlich ist es kalt. Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video, zu einem neuen Shein Haul. Genau, ich habe wieder bei Shein eingekauft. Allerdings diesmal wirklich null für mich, gar nichts. Ich gehe diesmal leer aus. Ich habe nur für die ganzen Kinder eingekauft, ein Dekoartikel, aber auch eher für die Kinder und gar nicht für mich. Das haben die Kinder sich alles ausgesucht. Zeige euch alles nach und nach. Teilweise werden die Sachen auch anprobiert. Bettwäsche ist auch dabei, genau. Aber wie gesagt, alles für die Kinder. Die Sachen, die für meine Kinder sind, die werden auch anprobiert. Sind gar nicht so viele Teile. Aber da sind echt, ich muss ja sehr da hingucken. Ich habe hier einen riesen Karton. Da sind so coole Sachen dabei. Das ist echt mega. Ich habe natürlich schon aufgemacht und ich habe auch schon reingeguckt. Und wow. Ich kann es immer nur wieder wiederholen. Ich weiß nicht, wie alles hier vorher reingepasst hat. Und ein paar Sachen liegen hier noch. Es ist mal der Wahnsinn. Wie hat das vorher da alles reingepasst? Das verstehe ich nie, ne? Wobei, diesmal geht's noch. Aber sonst ist mal so ein Berg. Ich stelle mich drauf, ich setze mich drauf und ich kriege das alles nicht rein. Ich habe natürlich auch diesmal einen Rabattcode für euch. Den markiere ich euch hier hin. So wie auch in der Videobeschreibung. Dann findet ihr auch jeden einzelnen Link zu den Sachen in der Beschreibung, in der Videobeschreibung. Falls euch besonders was hiervon gefällt, dann könnt ihr das nachkaufen. Ich muss sagen, ich kaufe da recht gerne. Ich weiß, dass einige da total dagegen sind und so weiter. Das ist auch alles gut und schön. Jeder hat seine Meinung. Und ich würde sagen, wir fangen an mit einem Dekoartikel. Ein Wichtel, ja. Ein Weihnachtsartikel, das wollen wir gerne an der Haustür hängen, ist 70 cm lang, ist ein Wichtel und die Kinder, die haben sich den ausgesucht, haben den eben auch schon gesehen und sie haben auch nur gelacht. Also sie finden ihn ganz, ganz cool und so schaut er aus. Oh mein Gott, ich finde ihn genauso cool, also haben die Kinder richtig ausgesucht, oder? Haben die sich gewünscht für die Haustür. Wir haben an der Haustür aktuell einen Stern. Den haben wir allerdings nicht nur an Weihnachten, sondern tatsächlich das ganze Jahr. Wechseln wir dann noch nur zur Halloween-Zeit, kommt der weg. Dann kommt da halt ein Geist, ein Gespenst, ein Skelett so. Aber eigentlich sonst im ganzen Jahr. Ich mag Sterne und deswegen hängt ihr da auch immer. Ja, zu Weihnachten tausche ich mir den dann aus. Beziehungsweise jetzt schon, weil ja, ist ja blöd, nur an Heiligabend und an den zwei Weihnachtstagen. Wir wollen ja ein bisschen mehr davon haben und deswegen können wir den auch gleich schon anbringen. Gerne am Ende vom Video zeige ich es euch. Dann machen wir weiter. Bettwäsche, genau. Bettwäsche einmal zum Verschenken. Jetzt für Mädchen. Ich habe insgesamt drei Bettwäschen gekauft, allerdings zeige ich euch alles ein bisschen so gemixt. Das ist jetzt Kopfkissen. Moment, ist auch total süß gemacht, wie ich finde. Schaut so aus. Da hat die Melina ja schon eins von. Und da ist ein Mädchen drauf mit einem Einhorn. Und ich sage mal, Melina, das bist du mit einem Einhorn, weil das Mädchen halt genauso ausschaut wie Melina. Das gleiche Motiv auf der Decke. Und das sieht so klasse aus. Ihr Bett kommt ja demnächst für nach oben ins Zimmer und wenn ihr Zimmer komplett fertig ist, dann werde ich es natürlich auch euch zeigen, genauso wie auch bei Jan, da haben wir auch so einen kleinen Zimmerrundgang gemacht. Das machen wir dann auch bei ihr und da kommt die neue Decke auf jeden Fall drauf. Dazu hat sie nämlich auch einen passenden Wandtattoo. Richtig wow, wirklich. Dann haben wir hier, also wie gesagt, alles gemischt. Für die Melina ein Set. Das ist so cool, Mädels. Da ist SpongeBob drauf und Patrick. Das habe ich noch nie gesehen. Als ich das gesehen habe, war ich direkt okay.
Das kaufst du, Melina, kannst du auch noch unterm Tannenbaum stellen. Allerdings hat die das eben gesehen und deswegen darf die das jetzt auch anprobieren. Die Hose, ich finde es richtig cool. Das ist eine Leggings. Pink, natürlich ihre Farben. Und da ist auch SpongeBob drauf. Also einmal so oder eben auch die Augen. In der Größe 110, 5 Jahre. Melina ist gerade 4. Genau, sie ist 4, wird 5. Und das Oberteil ist so ein etwas länglicher Pulli, der so ein bisschen über den Popo geht. Und das ist sowas von süß. Schaut mal. Oh mein Gott, ist das nicht süß. Das ist so cool. Und hier dann nochmal dieses Pink. Und als sie das gesehen hat, sie meinte, Mama, das ist so schön. Und dann direkt so macht. Das ist übelst. Also auch hier, die Knöpfe sind hier hinten. Kenne ich jetzt so nur bei Kleinkindern, aber ja. Finde ich total cool. Das wird sie jetzt gleich für euch anziehen. Bringe ich ihr jetzt gleich vorbei oder ich rufe sie eben. Melina? Melina, kommst du? Hatte ihr nämlich eben schon Bescheid gegeben und meinte, wenn die Mama dich dann ruft, dann darfst du kommen. Denn sie wollte das anziehen. Sie hat es noch nicht angezogen. Ich denke aber, dass es passt. Steht hier auch irgendwas drin? Eine Größe oder so? Ich weiß gar nicht. So, Schatz, jetzt darfst du das endlich anziehen. Ja? Gut? Die Hose auch. Dann darfst du die mal anprobieren. Weil die Melina meint, Mama, ich bin doch gar nicht 5, ne? Aber ich denke, das passt dir schon, weil die Melina ist eine große Melina, ne? So, dann darfst du das mal anprobieren. Das hättest du da die Tür aufgelassen. Ist nicht schlimm. Ist nur ein bisschen lauter für euch. Wir machen weiter mit einem Pulli. Auch für die Kinder, diesmal für meinen Bruder. Der ist, wie alt ist mein Bruder? Muss mal kurz überlegen, der ist 20 Jahre jünger wie ich. Der ist der 34, 33? Nee, der ist 19 Jahre und circa 19 Jahre jünger. Also ist er jetzt 14. Ich 33, er 14, ja. Und da kriegt er diesen Pulli. Den habe ich jetzt tatsächlich nicht bei der Kinderabteilung gekauft, sondern bei den Erwachsenen und in der Größe S. Mama. Oh mein Gott, süß. Und zieh nochmal die Leggings an dazu. Darf ich das gleich auch zeigen im Video? Ja? Das sieht klasse aus. Oh mein Gott, das ist ja wirklich wie ein Kleid. Könnte man auch mit einer Strumpfhose anziehen. Gefällt es dir? Kannst du dich gleich im Spiegel anschauen, ja? Ja, Größe S für meinen Bruder. Soll ich mal eben anziehen? Ich bestelle immer für ihn bei der Männerabteilung, allerdings sogar Größe M, weil er groß ist. Also eigentlich so, die Sachen, die mir passen, passen auch ihm. Und die große Kugel passt auch noch rein. Also würde ich sagen, das passt meinem Bruder. Der ist voll schön, der Pulli. Oh mein Gott. Ich mag auch die Farbe. Also, könnte ich auch tragen. Gefällt mir richtig gut. Also, wenn es ihm nicht gefällt, behalte ich den gerne. Nee, der ist wirklich schön. Der hat ja auch Taschenborsten, die Taschen groß. Richtig schön, toller Pulli, muss ich sagen. Ja, packe ich gleich für ihn ein und kann direkt unterm Tannenbaum einmal ausziehen. Melina ist fast fertig. Die ist wirklich schön. Sehr, sehr schön, der Pulli. Mama. Ja? Guck. Guck. Zeig mal. Ach, ich muss die Knöpfe noch hinten zumachen. Komm mal her. So. Hältst du die Haare einmal so fest? Ich mache nur den obersten zu, ja? Zeig mal, dreh dich um. Wie ist die Hose? Passt die? Und dann stell dich mal vor dem Spiegel. Dann zeige ich euch mal ihre Melina. Richtig süß. Dreh dich mal zu mir kurz. Schaut mal. Ich finde es richtig süß. Passt er hier perfekt an den Armen, ne? Gefällt's dir? Dreh dich mal um. Wie hast du denn bitte die Haare? Ja, es geht über den Popo und noch ein Stück länger. Richtig cool, Melina. Schön. Dankeschön. Darfst du wieder ausziehen, ja? Willst du gar nicht ausziehen, ne? Papa, Papa, das zeigen. Dann geh dem Papa das zeigen. Das sieht wirklich süß aus. Sie freut sich. Dann machen wir weiter.
Achso, dann für die Jungs. Die Jungs, meine Neffen, die sind 12. Ich muss überlegen. 12? Nee, Quatsch. Doch, 12 und 10. Meine ja. Nee, der wird 13. Ja, dann ist er 12. Und der Jüngere ist ein Jahr jünger. Also für den Älteren. Ein Anzug, ja. Da ist eine Konsole vorne drauf. Und beide haben dasselbe. Nur der Ältere, der kriegt das in dunkelgrün. Boah, das Licht ist gerade nicht so besonders hier, ne? Könnt ihr mich gut sehen. Und der Jüngere kriegt das ganze Outfit in schwarz. So schaut es aus. Da ist die Konsole drauf. Ich finde es richtig cool. Und das kriegen die zu Weihnachten. Richtig, richtig cool. Also mit Kapuze, unten Gummiband, hier an den Enden. Ne, so. Richtig gut. Dazu gibt es dann eine Hose. Die ist hier oben schön eng. So wie aber auch hier unten, ne? Das mag ich total. Und die hat auch hier irgendwas. Level Up. Richtig cool, oder? Also in grün. Ich merke gerade, es wird schon zu dunkel. Und für den Jüngeren in schwarz. Allerdings kommt es erst gleich. Dann muss ich euch was zeigen für meinen Neffen. Der ist aktuell 2 Monate. Moment, der ist geboren am 3. Oktober. Über 2 Monate also. Da habe ich was gekauft, allerdings extra was größer. Und das ist so übel süß, Mädels. Einmal ein Body. Schaut mal bitte. Oh mein Gott, das ist so süß. So, so süß. Und extra Größe eingekauft, 6 bis 9 Monate. Ja, da sind Tiger und Löwen und Nilpferde drauf. Ich finde es richtig süß. Giraffe, richtig, richtig süß. Dazu, das ist ein Zweiteiler, gibt es noch hier das. Das ist auch so süß. Oh mein Gott, oh mein Gott. Könnte ich direkt für Dario einkaufen, ne? Also... richtig, richtig süß. Da würde mein Rio auch reinpassen irgendwann. Richtig, richtig süß. Der Stoff, ne? Das, ich muss euch echt sagen, super Material. Riecht auch nicht oder so. Also ich freue mich darüber. Und vor allem, dass es auch so gut gemacht ist. Und das kriegt ihr dann zu Weihnachten geschenkt. Ich habe auch ein paar Sachen mehr gekauft. Irgendwie, wenn ich sowas sehe, ich habe schon so viele Sachen eingekauft. Etwas zum Spielen und. Weil ich an ihn denke und dann ja, kommen ein paar Sachen dazu, ne? Naja. Bist du fertig, Melina? Kriegst du mich auf? Komm mal her, du musst... ja, du musst doch was sagen, Schatz. Kriegst den Knopf nicht auf. Da hockt die und sagt nichts. Wir machen weiter mit 2 Jacken für die Kinder, für die Mädels, für meine Nichten. Richtig süß. 2-mal dasselbe in verschiedene Größen und verschiedene Farben. Einmal für mein Patenkind. Da habe ich die Größe 9, genau, 9 Jahre gewählt. So schaut es aus. Das ist ein Rosé. Richtig schön, wie ich finde. Schaut so aus. Ne? Also richtig schön lang, geht über den Popo. Schön mit so... wie sagt man das? Ja, schön warm, halt kuschelig, auch innen, nicht nur in der Kapuze. Knöpfe, so wie auch ein Reißverschluss. Komplett gefüttert. Komplett, ne? Das meinte ich eben. Finde ich richtig gut. Ist jetzt für den Winter nicht unbedingt was, aber Frühling, Herbst und auch hier extra ein bisschen größer eingekauft. Hat auch noch so ein Fell dabei. Wenn man es mag, für hier einmal drumherum. Ich finde die Farbe einfach wirklich wow. Und ich glaube, sollte ich die Kamera mal hier hinstellen, könnt ihr mich besser sehen, oder? Ich glaube schon. Moment. Ich räume mal hier eben ein bisschen um.
dann ist es nicht mehr so dunkel. So, ich glaube, jetzt könnt ihr auch besser erkennen. Also die Farbe ist wirklich ganz, ganz schön, wie ich finde. Genau, für 9 Jahre. Und ich habe dasselbe nochmal in grün eingekauft, aber auch in einem sehr, sehr schönen grünen Ton. Gefällt mir richtig gut für die Jüngere, die ist 2 Jahre jünger und schaut aber genauso aus. Das ist die Farbe. Ich glaube 8 habe ich genommen oder 7? Ne, 8 Jahre, genau. Auch, wie alt ist sie jetzt? Sie ist 6. Sie ist 7 geworden. So, nämlich ein halbes Jahr jünger wie Giano, älter wie Giano. Genau, und ich habe aber 1 Jahr älter genommen. Genau, also genauso auch wie die andere, innen gefüttert, komplett. Die ist schön weit und hat hier auch so einen schönen Schnitt hinten. So ein, seht ihr das? Ist nicht gerade, sondern es geht so ein bisschen, so rund ist das. Und das gefällt mir auch richtig gut. Dazu dann halt das hier, ne? Giano, kommst du dann jetzt? Ich bin noch nicht fertig. Du bist noch nicht fertig, Melina. Für den Gianito eine Jacke. Die finde ich richtig toll. Hat er sich auch selber ausgesucht. Und schaut so aus. Schaut mal. Ich finde die Farben richtig schön. Hier eng. Kapuze. Richtig schön warm. Tolle Farben. Hinten schaut die so aus. In der Größe 6 Jahre. Ist schon da, Schatz. Und ja, Knöpfe, Reißverschluss. Ich finde den Reißverschluss auch richtig gut gemacht. Und hellblau darf der Giano dann für euch jetzt anprobieren. Ich mache schon mal auf, Giano. So. Dann kannst du auch ruhig über den Pullover anziehen. Ne? Also in Schwarz hier ist das nächste. Dasselbe wie eben in Grün, jetzt in Schwarz. Wie gesagt, ist ein bisschen durcheinander. Ne, schaut genauso aus. Ich finde das halt total cool mit der Konsole. Nee, nicht Konsole, Controller. So. Und hier genauso. Jetzt sieht man es vielleicht auch besser als eben mit dem Licht. Genau. Richtig cool. Also auch zum Verschenken dann für ihn. Der ist 1 Jahr jünger. Und ich habe jetzt hier eingekauft. Größe 12. 11 bis 12 Jahre. Genau. Dann, der Gianito ist, glaube ich, fertig, oder Giano? Magst du dich zeigen? Ich stelle mal die Kamera um. Mit Kapuze schon. Sieht lustig aus mit deinen Latschen. Ja, zeig mal von vorne. Und, gefällt dir, ne? Hat es mir ja vorhin schon gesagt. Ich finde die richtig cool. Kannst du mal mit Papa zeigen. Ja. Noch Bettwäsche für die 2 großen Jungs. Passend dazu auch mit Controller. Die kommen ja immer so eingepackt. Ja, das nehme ich einmal für euch raus. Auch hier zeige ich euch, glaube ich, nur das Kissenbezug. Denn Bettbezug schaut genauso aus. Huch, achso, es hat 2 Kissenbezüge. Das schaut so aus. Also passend zum Oberteil, finde ich. Also ein Bettbezug und 2 Kissenbezüge. Richtig cool. Lege ich mal hier hin. Kann Carlito sich gleich angucken. Ja, Schatz. Ja, oder Pyjama kannst du auch direkt anziehen. Hast du den da? Und geh einmal rüber und hol den dir. Und für den anderen, für den älteren, da habe ich was von Fußball. Oder für den jüngeren. Da muss der Carlos entscheiden. Ich glaube, einer ist mehr fußballverrückt wie der andere. Wobei eigentlich beide. Schaut so aus. Richtig cool. Echt cool gemacht, finde ich. Genau. Und jetzt kommt noch ein Teil für die Melina. Das hat sie allerdings noch nicht gesehen. Ist eingepackt in rosa. Muss ich gucken, sitzt sie da? Meint, wenn sie das sieht, ist ja nicht schlimm. Ist halt nur. Wollte sie überraschen. Mit Schmetterlinge. Das wird ihr sowas von gefallen. Richtig schön. Boah, für die Melina mit Schmetterlinge. Mhm. Und die Hose dazu. Passend.
alles in Größe 5 Jahre. Also manchmal steht die Größe drin, manchmal steht auch nur das Alter. So. Und hier unten dann wieder eng, ne? Das ist mir ja auch mal wichtig, weil ich das finde, dann sieht das nie so, sieht nicht aus, sieht aus wie so, keine Ahnung, Hausanzug oder so. Für die Kita halt richtig gut, ist jetzt kein dicker Stoff, aber so dünn ist es jetzt auch nicht. Also es geht. Da muss man eben eine Strumpfhose drunter anziehen, wenn es jetzt ein bisschen, ja, für die Jahreszeit meine ich jetzt, ne? Aber so im Frühling. Richtig, richtig cool. Das war jetzt auch schon das letzte Teil. Und ich glaube, es war jetzt auch das letzte Shein-Haul für dieses Jahr. Ich bestelle unfassbar gerne. Da kannst du gut, günstig einkaufen. Und Jan bringt mir gerade die Jacke. Die tun wir noch waschen, oder? Die riecht ganz gut, aber ich wasche immer die Sachen vorher. Ist egal, ob jetzt bei Shein oder woanders eingekauft. Ich wasche die Sachen immer gerne vorher. Aber ich finde die richtig cool und das freut mich. Achso, bevor ich das Video beende, wir wollten doch den hier noch draußen aufhängen, stimmt's? Dann machen wir das noch eben. Und dann beende ich hier das Video. Dann nehme ich euch mal einmal mit. Wir gehen einmal vor die Haustür und bringen das Ganze an. Wie gesagt, 70 cm. Ich bin gespannt, wie das ausschaut. So, ja, jetzt ist es natürlich schon dunkel. Wir lassen den Stern mal dran, das ist der Stern, den ich meinte. Und Melina steht hier, möchte auch mit rum. Jetzt wollte ich das hier dran machen, Melina. Da muss der dran. Stern kann aber wirklich ruhig da hängen bleiben. Und so schaut das Ganze aus. Gefällt es euch, Kinder? Ja? Richtig cool, ne? Ist kalt, ja natürlich ist es kalt. Ich stehe hier mit T-Shirt. Ich mache noch eben ein Bild von. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns morgen um 10 Uhr wieder. Tschüss!